Super. Gelesen. Achoo. Super. Unheil weiß unheimlich viel. So, Unheil. Ich hoffe, die Aufgaben waren fordernd genug für Sie. Ja. Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Unheil. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass sie es schaffen würden. Mhm. Da sie zweifellos ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich, sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Was sehen sie also in ihrer eigenen Zukunft? Ich habe irgendwie das Gefühl, als drohe Gefahr. Ich verstehe. Solche Omen sind nicht zwangsläufig schlecht. Sie können uns vorbereiten. Mhm. Und sie bereiten sich vor. In diesem Augenblick. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über ihre vorbildlichen Leistungen. Mhm. Und wenn diese Leistungen ein Omen für ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von Ihnen erwarten dürfen. Okay. Ich weiß, Richten was Sie Ihre Magie ja. auf das Ziel. Hier bin ich so ein bisschen lecker. Simple. Sie haben den Dreh raus. Möchten Sie den neuen Zauber... Fantastisch! Sie haben den Dreh raus. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Mhm. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Mhm. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Ja, super gemacht. Wow. Zum Glück haben wir ein... Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Ich? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr. Okay. Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgelöst. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Mhm. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Mhm. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Ja, komm mir Diese hat die Form eines Demiguys. Ein Demiguys? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend.
Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demigods. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Okay. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum okay. ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demigod auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Okay. Vielleicht könnten sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Was bekommt mich? Warum sollte ich? Das erscheint mir unnötig riskant. Ach, seien Sie versichert. Das Risiko ist gering. Und es gibt sogar eine Belohnung. Ich werde Sie einen besonders nützlichen Zauberspruch lehren. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohumora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das war noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Ja, ist gut. Hallo Mo. Hallo Mo. So. Achso, das ist ein Dokumentation. Ach, hier. Abschließen. Nein, abschließen. Hallo Homura. Ja, sehr gut. Sind so. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber. Wie aus ist für ein Auto, den ich hatte? Okay. Ich das Zähler. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich. Rivelio. Ja, da ist ein verbotener Bereich. Muss. Legen die Hausöffnung und Hauptbauzeichen nach vorne in der Arbeit und sind der wichtigste Grund dafür. Schutzordnung herrscht. Keine aus der großen Anzahl magischer Gegenstände, mit denen es konfrontiert sind, sind zu groß. Hier sehe ich auch ein kurzer, ganzer Stapel Zauberkneipe, wo sind da ein Post losgegangen. Eine entsetzliche Kakophonie, eine der Armelfen, wo vollständig im blauen Reich angehört und diejenigen von uns in Trumpf in letztes Tausend als sechs Klingen in Ordnung davon. Wenn es Pief sehr schuldig ist, bitte seien Sie aufmerksam und vorsichtig. Mathilda Wiesli, Chefterin Schubert. Revelio. Klassen dieses Jahr. Revelio. Nicht gut, würde ich sagen. Oh, ach ja? Ach, wir ziehen eine Generation verweichlichter Umhangflatterer heran. Ich
das Badezimmer der Vertrauensschüler. Können wir den Auto lösen? Immer überall für Ärger sorgen. Vielleicht wären Renrock und seine Bande weniger streitlos. Wenn einer der Kobolde mir zu nahe kommt, ist er geliefert. Das garantiere ich. Ich habe jedenfalls keine Angst vor Kobold-Revolten. Immer schön da. Revelio. Im Moment nicht, nein. Aber es gibt genug andere Gefahren, die sie zu mir bringen könnten. Fuck you! Nun, ich soll es dann mal. Kann ich auch für dich. So eine Seite klauen. Venemosa Tentacula im Krankenflügel? Im Moment nicht, nein. Aber es gibt genug andere Gefahren, die sie zu mir bringen könnten. Mhm. Nun, Revelio. Jetzt soll ich dichter kommen, du sollst weg. Das sieht er noch wieder. Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Mhm. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Okay. Das klingt spannend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Und ich kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe auch etwas anbieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Mhm. Hier gibt es. Wie viele Statuen gibt es denn? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Okay, so komme ich. Warte, Sie erwähnten eine Gegenleistung für meine Hilfe. Das stimmt. Sobald Sie mir genug Monde gebracht haben, zeige ich Ihnen sogar noch stärkere Versionen von Alohomora. Okay. Es gibt nämlich kompliziertere Schlösser als das im Lehrerturm. Mhm. Schau mich weiter. Gut. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften. Mhm. Super. Ihr mondbesessener Hausmeister. Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Okay. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen.
Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Mhm. Noch was? Ich habe Dick gebeten, ja, ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Okay. Ich habe schon Alter. Nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Jo. Adelaide Oaks, oder? Ich habe deine Eule erhalten. Ja, ich bin Adelaide Oaks. Oh je. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt. Nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Ich... Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Tja, wenn du Geschäfte also willst. Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Ja. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern werde. Mhm. Du stehst deinem Onkel sehr nahe, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und meinen Vater habe ich mit 5 verloren. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Mhm. Jetzt sehen wir nicht aus, ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Mr. Oaks Lager ist Renrocks Anhänger. Direkt voraus. Soll ich es mit kämpfen? Oder verschleichen? Hier passiert ist. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Renrocks Bande hat sich mit einem Treffen einverstanden erklärt, aber die Bande füllt mich mit Unruhe. Mir fordern mit und rieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihren Plan im Kobolgag sprachen, sehen hier seltene Metallen, die ihnen zum Bohren verwenden können. Will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wird ziemlich reizbar und dieses Geschäft ist für mich so bedeutend für mich. Vielleicht können wir zur Einigung gelangen. Vielleicht. Okay. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Mhm.